Ja, wir erinnern uns zurück. Es waren wirklich dramatische Szenen. Zum Glück mit einem Happy End. Der 12. Juni 2021. EM-Auftakt der dänischen Nationalmannschaft gegen Finnland. Als Dänemarks Spielmacher Christian Eriksen ganz plötzlich zusammenbricht. Herzstillstand. Die Art und Weise, wie seine Mitspieler in diesem Moment reagiert haben, hat die ganze Welt berühmt. Das Team stellte sich vor Eriksen auf, damit niemand mit ansehen konnte, wie er um sein Leben kämpfte. Im wahrsten Sinne des Wortes standen die Mitspieler an der Seite ihres Kollegen, als dieser mit dem Tod gerungen hat. Und trotz dieses dramatischen Zwischenfalls spielen die Dänen anschließend ein begeistertes Turnier, kommen sensationell bis ins Halbfinale und begeistern mit ihren Auftritten in diesem Sommer Fußballfans auf der ganzen Welt. Ja, und für diese beeindruckende Art und Weise, wie die Dänen gezeigt haben, was eine echte Mannschaft auszeichnet, dafür gibt es in diesem Jahr den Sport Bild Award in der Kategorie Mannschaft des Jahres. Die Fußball-Europameisterschaft 2021 ist noch keine 24 Stunden alt, da erlebt die Euro ein großes Drama. In der 43. Minute des Vorrundenspiels zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen bricht Christian Eriksen ohne Fremdeinwirkung zusammen. Doch im Moment größter Not kann sich der 29-jährige Däne auf seine Mitspieler verlassen. Kapitän Simon Kjær leistet direkt erste Hilfe, die dänischen Nationalspieler bilden einen Sichtschutzkreis um Eriksen, während die Ärzte ihn behandeln und wiederbeleben. Man realisiert es gar nicht, man reagiert unterbewusst darauf, dass ein Freund zu Boden sinkt. Man konnte sehen, dass etwas nicht normal ist, dass etwas falsch war. Aber in dieser Situation setzt das Adrenalin ein. Man hat keine Zeit, über sein Handeln nachzudenken. Und deshalb handelt man einfach sofort instinktiv. Dieses vorbildliche Handeln in einer absoluten Notsituation verschafft Kjær und seinen Teamkollegen weltweit nicht nur Respekt und Sympathie, sondern auch Bewunderung. Kjær und Torwart Kasper Schmeichel trösten auf dem Spielfeld Eriksens Partnerin Sabrina Quist-Jensen. Die Mannschaft begleitet Eriksen, während der von den Ärzten abtransportiert wird, auf dem Weg in die Katakomben. Für diesen herausragenden Teamgeist, für Mitgefühl und Menschlichkeit und den Zusammenhalt in dieser schweren Stunde erhält die dänische Nationalmannschaft um Trainer Kasper Hjulmand den Sportbild Award als Mannschaft des Jahres. We saw a good friend who was... Wir haben einen guten Freund gesehen, der Probleme hatte, der um sein Leben gekämpft hat. Fußball war nicht das Wichtigste, es ging um Mitgefühl. Bedeutsame Beziehungen sind das Wichtigste auf der Welt. Und in diesem Moment ging es um Menschlichkeit, um Menschen. Es gibt nicht einen in dieser Mannschaft, es gibt nicht einen Mitarbeiter dieser Gruppe, den ich nicht vor Dänemark oder der Welt stolz vorzeigen könnte. Jeder hat fantastisch gehandelt. Ich bin stolz auf den Preis. Es ist eine wichtige Auszeichnung, besonders weil es für die gesamte Mannschaft ist. Bester Beleg für diese Haltung? Um den Sport Bild Award entgegenzunehmen, versammelt sich die gesamte Mannschaft. Als Team spielt Dänemark bei der EM fortan auch für Eriksen. Während der Unterbrechung im Spiel gegen Finnland meldet sich der Mittelfeldspieler noch aus dem Krankenhaus bei seinen Teamkollegen und ermuntert sie weiterzuspielen. Die Partie geht zwar mit 0:1 verloren, doch dank des 4:1 Sieges im letzten Gruppenspiel erreichen die Skandinavier das Achtelfinale. Nach Siegen gegen Wales und Tschechien steht Dänemark im Halbfinale und verliert in der Verlängerung nur knapp mit 1:2 gegen England. Den EM-Titel gewinnt am Ende zwar Italien, die Herzen erobern aber die Dänen. Weil sie zeigen, dass es auch im Millionenbusiness Fußball neben Toren, Siegen und Pokalen etwas anderes, etwas viel Wichtigeres gibt. Zusammenhalt, Empathie und Hilfsbereitschaft. Dieses Verhalten in einem Moment, als ein Mitspieler um sein Leben kämpft, berührt die Menschen auf der ganzen Welt. Ich habe es schon 100-mal gesagt und werde es noch 100-mal wiederholen. Das Einzige, was wichtig ist, ist Christian. Und ihm geht es gut, er ist okay. Solange das so bleibt, geht es uns auch gut. Und dann werden wir alle Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen, als Team meistern. So wie wir es in dieser Nacht getan haben und wie wir es in der Zukunft tun werden. Christian Eriksen wurde nach diesem Kollaps ein Defibrillator implantiert. Dem 29-Jährigen geht es heute gesundheitlich gut. Zwar steht aktuell noch nicht fest, für welchen Verein der Däne kommende Saison spielen wird,
Doch egal, wohin sein Weg führen wird, auf seine dänischen Mitspieler wird er sich immer verlassen können. Ja, irre Geschichte. Und bei uns im Studio ist aus dem Sport Walter Straden. Walter, du hast den Sportbild Award dabei. Wie war die Reaktion auf diese Preisverleihung? Weil das ist natürlich nur die Kopie. Das Original ist jetzt bei den Dänen. Und wie wir von den Kollegen aus Dänemark gehört haben, gibt es schon ziemlich gewaltige Reaktionen in Dänemark. Also das ist sehr positiv aufgenommen worden in Fernsehen, Nachrichtensendungen, Zeitungen, dass die größte deutsche Sportzeitung den Dänen den Award verleiht. Das ist ja schon ein ganz besonderer Titel. Damit reihen sich mit großen Namen ein. Aber ich glaube, selten hat eine Mannschaft das Ding so verdient wie diesmal. Beitrag zur deutsch-dänischen Freundschaft. Das kann man so sagen, ja. Die Dänen haben ja auch unglaubliche Sympathien bei uns gehabt während der Europameisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber man hat ja doch ziemlich die Daumen gedrückt für die Dänen auch noch bis zum Halbfinale gegen England. Was weißt du über den Gesundheitszustand von Christian Eriksen? Wird er jemals wieder professionell Fußball spielen können? Das ist möglich. Er hat ja diesen Defibrillator drin, also einen Mini-Defibrillator. Das Problem ist, er gehört Inter Mailand, also spielt eigentlich für Inter Mailand, aber er spielt faktisch nicht. In Italien ist es verboten, mit einem Defibrillator zu spielen, aus Vorsorgegründen. Und Inter Mailand hat gestern durch den Trainer quasi mitgeteilt, dass man Eriksen als Abgang betrachtet. Das heißt, bei Inter wird er nicht spielen. Die Transferperiode ist allerdings auch vorbei. Und ob er jemals wieder spielen wird, wissen wir nicht. Es gibt ein ähnliches Beispiel bei Ajax Amsterdam. Danny Blind, der hat auch Defibrillator drin. Und der spielt nach wie vor Fußball. Also man kann sich vorstellen, dass er die Karriere fortsetzt, aber sicher nicht in Italien.